Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Leider wird es heute im Abgeordnetenhaus keine Mehrheit für den dritten Weg geben. Und leider bleibt so auch die von der TAZ bezeichnete politische Sensation heute aus. Denn wir haben es nicht vermocht, einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Zukunft des Tempelhofer Felds vorzulegen. Es gibt damit leider auch keine Alternative zwischen Initiative und Senat. Im Gegenteil, es bleibt bei der stumpfen Ja-Nein-Entscheidung über die Frage des Obs einer Bebauung. Dabei hatten sich gerade viele Berlinerinnen und Berliner gewünscht, wir würden auch was zum Was, zum Wie und zum Wo sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele haben das Wesen des Volksentscheids Tempelhof noch gar nicht verstanden. Denn es geht nicht um 100% Stillstand, wie manch einer gerne hier behauptet. Nein, es geht beim Volksentscheid Tempelhof vor allem um Kritik an den bekannten Senatsplänen, selbst bei denen, die eigentlich für eine Bebauung sind. Denn das Wo und Wie sind nun einmal nicht zu trennen vom Ob. Und deshalb ist es auch mehr als verständlich, wenn viele Berlinerinnen und Berliner sagen, bevor das Falsche gebaut wird, dann lieber gar nichts. Und genau deshalb wäre es unsere Aufgabe gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau diese Menschen, diese Zweifler mitzunehmen und ihnen eine Alternative zwischen Schwarz und Weiß zu bieten. Eine Alternative, die eine deutliche Perspektive für einen Neuanfang in der Tempelhofplanung darstellt. Einen Mittelweg, vielleicht sogar einen dritten Weg zwischen den Senatsplänen und den Forderungen der Initiative. Wäre uns dies gelungen, dann, meine Damen und Herren, hätte man zu Recht dafür werben können, dass die Berlinerinnen und Berliner beim Volksentscheid am 25. Mai für eine ökologische, soziale, demokratische Entwicklung des Tempelhofer Felds stimmen können. Jetzt werden Sie mir sagen, wir haben der Opposition im Gesetz ja sogar einen Paragraphen für die Beteiligung zugebilligt. Das stimmt. Das ist sogar sehr gnädig. Aber es geht nicht nur um die Überschrift eines Paragraphen, sondern es geht vor allem darum, was in diesem Paragraphen drinsteht. Und solange diese sogenannte Beteiligung dann mit den immer gleichen vorher ausgesuchten Interessenvertretern hinter verschlossenen Türen stattfindet, Frau Lüscher nennt das dann gerne ein Kuratorium, verdient dieser Paragraph den Namen Beteiligung nicht. Es wäre das Mindeste gewesen, all denen Kritikern an den Senatsplänen, die sonst bei 100% Tempelhof ihr Kreuzchen machen würden, eine echte Mitbestimmung und Mitsprache über die Planung einzuräumen. Denn die Leute da draußen, also nicht nur über das Ob, sondern sehr wohl auch über das Wie und Wo entscheiden zu lassen. Doch diese Erkenntnis hatte bei der Koalition keine Mehrheit. Es hieß, man hätte uns Zugeständnisse gemacht. Doch dieses vermeintliche Angebot bestand nur darin, dem Senat nach dem Volksentscheid zu ermöglichen, seine Planungen, wie bekannt, nahtlos fortzusetzen. Und das, meine Damen und Herren, das ist kein Angebot, das ist eine klare Absage an eine breit getragene Lösung. Und ganz ähnlich sieht es bei Ihrem wichtigsten Argument für eine Bebauung von Tempelhof aus. Seit Monaten, behauptet der Senator auf dem Feld, würde die Hälfte aller Wohnungen für Mieten von 6 bis 8 € entstehen. Aber wenn es heute zum Schwur über Ihren Gesetzesvorschlag kommt, ist die Koalition nicht bereit, auch nur eine einzige verbindliche Zahl dazu in Ihren Gesetzestext zu schreiben. Glaubwürdigkeit geht anders. Und genau diese Haltung schürt Misstrauen und bestätigt die Befürchtung vieler Berlinerinnen und Berliner, es geht bei den Bauplänen auf dem Tempelhofer Feld eben nicht um die Schaffung bezahlbarer Mieten für alle, sondern um den Bau von exklusiven Wohnungen für wenige, so rum. Ich kann nur sagen, kann man die Nachtigall auf dem Tempelhofer Feld eigentlich noch lauter trapsen hören? Dass wir diesen dritten Weg nicht gemeinsam gehen können, ist bitter. Denn es ist eine vertane Chance. Eine vertane Chance für den weiteren Prozess für Tempelhof, eine vertane Chance für die Stadtentwicklungspolitik Berlins, aber vor allem auch eine vertane Chance
für die politische Kultur und die parlamentarische Kultur in diesem Haus. Denn das ewige Katz-und-Maus-Spiel zwischen Opposition und Regierungsfraktionen hat die Bevölkerung satt. Das, was wir hier drinnen als schlechtes Ritual üben, ist da draußen etwas, was zu Politikverdrossenheit führt. Politik hat in den letzten Jahren sowieso schon viel Vertrauen verspielt und das nicht nur durch so großartige Erfolgsgeschichten wie den BER. Wir hätten hier gemeinsam die Chance gehabt, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen. Viele Menschen haben doch vor allem bei 100% Tempelhof unterschrieben, weil sie diesem Senat nicht trauen, weil sie ihm nicht trauen, wenn er verspricht, 50% der Wohnungen bezahlbar zu gestalten, weil sie ihm nicht vertrauen, wenn er verspricht, das Columbia-Quartier nicht bebauen zu wollen und weil sie ihm auch nicht trauen, wenn er ihnen echte Mitsprache verspricht. Und wir alle wissen, so ganz unberechtigt ist dieses Misstrauen leider Gottes nicht. Vertrauen gewinnt man nicht mit windelweichen Versprechungen. Vertrauen gewinnt man über verbindliche Zusagen und Fakten. Wir wollen, dass am Rand des Tempelhofer Felds bezahlbarer Wohnraum für alle entsteht und das auch verbindlich festschreiben. Wir wollen einen Beirat, der Interessierte umfassend in die Planung einbezieht und sie einlädt, nicht nur mitzureden, sondern auch mitzugestalten. Wir wollen, dass ein Großteil vom Tempelhofer Feld als grüne Lunge der Stadt konsequent geschützt wird. Was wir aber nicht wollen, ist der Stadt einen Entwurf zur Abstimmung vorzulegen, der in all diesen Bereichen nur unverbindliche und schwammige Versprechungen macht. Nach all den missglückten Großprojekten der letzten Jahre wollen die Berlinerinnen und Berliner diesem Senat keinen Freibrief mehr ausstellen, und sie wissen auch ganz genau, warum. Ich will hier noch einmal zusammenfassen. Wir wollten eine Einigung als Parlamentsfraktion, damit Berlin eine echte Wahl hat und nicht zwischen 100% Tempelhof und 100% schwarz-rotem Masterplan entscheiden muss. Doch einen Kompromiss gibt es heute nicht. Und deshalb haben wir uns entschieden, heute einen eigenen und einen wirklich alternativen Gesetzesentwurf für den Volksentscheid am 25. Mai vorzulegen. Für eine Mogelpackung, auf der alternativer Gesetzesentwurf draufsteht, aber rot-schwarzer Masterplan drinsteckt, bekommen Sie keine Zustimmung. Nicht von uns und auch nicht von Berlin. Vielen Dank.